Ich teste das Ihr Klicker. Ja, meine Damen und Herren, um der Gefahr vorzubeugen, als altbackener Kulturpessimist eingeordnet zu werden, was Sie natürlich tun werden, nachdem ich hier fertig bin, erlauben Sie mir ein paar autobiografische Bemerkungen. Vor 28 Jahren habe ich die erste deutsche Computerbuchreihe im Rowohlt Verlag verlegt. Sie hatte jahrelang eine Monopolstellung. 5 Jahre lang. Dann fingen die anderen Verlage an, auch aufzuwachen. Das erste Buch trug den hübschen Titel MS-DOS. Der Vertrieb sagte, davon verkaufen wir 3.000, es wurden aber 1 Million. Das erste Buch des Chaos-Computerbuch-Clubs aus Hamburg erschien bei Rowohlt. Dass sich 1982 das Fax sowohl bei der Zeit wie 85 dann auch beim Spiel, 83 auch beim Spiegel eingeführt habe, verstehe ich als meinen bescheidenen Beitrag zur Modernisierung der deutschen Medienlandschaft. Ein Jahr später, 86, hackten sich Rowohlt-Autoren vor aller Augen auf der Frankfurter Buchmesse, das ZDF war dabei, in die Datenbank des Pentagon. Das ging damals schon. Heute läuft es umgekehrt. Kurzum, den Einzug neuer Apparate in die Welt des Digitalismus habe ich befördert und als Konsument auch immer wieder neu bezahlt. Ich bin Apple-Fan. Dies alles bereue ich heute. Natürlich erleben wir seit einem halben Menschenleben eine tektonische Verschiebung kulturellen, kommunikativen Verhaltens in aller Welt. Die Beschleunigung des internationalen Nachrichtenaustauschs, die computergestützte Profitmaximierung an der Börse, aber übrigens auch ihre Risikovergrößerung in sogenannten Spikes. Sie erinnern sich, dass plötzlich einmal der New York Stock Exchange um fast 30% sank innerhalb einer Stunde, aufgrund ziemlich unerklärlicher Computerreaktionen auf andere Computerreaktionen. Dies alles ist bekannt. Tom Learys berühmter Spruch, "If you can't communicate, the least you can do is shut up," ist ein längst überholter moralischer Appell an Dezenz, Zurückhaltung, an die Kunst des Schweigens und Verschweigens. Genug davon, Sie kennen derlei kulturellen, altmodischen Argumente gegen das globale Geschwätz in der Welt von Twitter, Facebook und ähnlichen Plattformen. Mir geht es heute in aller Kürze um zwei ausgesuchte Aspekte des Digitalismus, um seinen Kulturbegriff und seinen politischen und kommerziellen Missbrauch. Urheberrechtsfragen, sittenwidriger und strafrechtlicher Missbrauch, Stichwort digitale, globale pädophile Pornografie, kommerzieller Betrug, Wirtschaftsspionage und so weiter. Das lasse ich alles aus. Ebenso wie immer noch unerforschte und behauptete Aspekte von zunehmendem Attention Deficit Disorders, habituell gebannter junger Nutzer, auch User genannt. Darüber können wir ja später diskutieren. Das Regierungsprogramm der Großen Koalition neigt sich ausführlich diesen Problemen zu mit schier naiven Vorstellungen staatlicher Kontrolle und Einflussnahmen, die unter dem Stichwort staatlich geförderter Medienkompetenz, das Wort gehört auch in Quarantäne, wie früher mal Entfremdung, davon absehen, dass klassischer Analphabetismus in Deutschland von Jahr zu Jahr, wie man weiß, zunimmt. Wie wäre es mit Buchstaben, Wort, Satz und Sinnkompetenz? Wir finden eine gehobene Form von Analphabetismus auch im Regierungsprogramm selbst. Zitat: Kultur ist keine Subvention, sondern eine Investition in unsere Zukunft. Zitat Ende. Das ist, meine Damen und Herren, ein völlig sinnfreier Satz. Gemeint war womöglich, dass Kultur oder was wir unter Kultur verstehen, subventioniert werden soll, weil ein kulturfreies Land keine Zukunft habe. Und selbst das stimmt nur bedingt. Weil auch ein kulturloses Land eine Zukunft haben kann, die dann möglicherweise 1.000 Jahre dauert. Soll ich noch erwähnen, dass die Regierung plant, Zitat, deutsches Kulturgut vor Abwanderung ins Ausland zu schützen, Zitat Ende. Da geht sie hin. Der schnellste Weg zu diesem zutiefst provinziell nationalistischen Ziel wäre es natürlich, die Digitalisierung der deutschen Bibliotheksbestände sofort zu beenden. Aber sie zählt offensichtlich nicht zum deutschen Kulturgut. Genau das Gegenteil von Abwanderung will die neue Regierung durchsetzen. Zitat:
Wir werden eine umfassende Open Access Strategy entwickeln, die die Rahmenbedingungen für einen effektiven und dauerhaften Zugang zu öffentlich finanzierten Publikationen, auch zu Daten, Klammer auf, Open Data, muss immer gesandt werden. Open Data ist die Schwester von Medienkompetenz. Bedenken wir, dass in den Max-Planck-Instituten Innovationen in allen Naturwissenschaften, Informatik inklusive, öffentlich finanziert werden, so erlaube ich mir, an die patentrechtlichen Kontroversen um MP3 zu erinnern. Ich weiß nicht, ob Sie alle wissen, ich bin sicher, Sie sind alle medienkompetent. MP steht für Max Planck. Ohne MP3 kein iTunes. Keine digitalisierte, weltweite Übertragung von Musik. Das soll nun als Open Access in der Forschung publik werden, für jedermann. Nun gut. Dass die Pharmaindustrie, meine Damen und Herren, dankbar wäre, wollten alle neuesten pharmakologischen Forschungsergebnisse universitärer deutscher Einrichtungen der neuen Open Access Politik unterliegen, würde früher oder später zur Abwanderung von Grundlagenforschern in genau jene Pharmaindustrie führen. Dasselbe gilt für alle anderen naturwissenschaftlichen oder mathematischen Forschungen. Geben wir also das internationale Patentrecht einfach auf. Andererseits wäre es natürlich lustig, würden die staatlich finanzierten Sprengstoffforschungen im Auftrag des Pentagon als Open Access Daten publik und für jedermann nutzbar werden. Gott behüte. Und gleichzeitig kleines Digitalparadoxon, dieselbe Regierung will das Urheberrecht schützen und ausbauen. Also was denn nun? Good luck. Besonders hübsch finde ich die Forderung der Koalitionsvereinbarung, dafür zu sorgen, dass, Zitat, Plattformneutralität insbesondere bei Plattformbetreibern sicherzustellen sei. Und zwar, Zitat, bei marktbeherrschenden Plattformbetreibern. Da werden sich aber Google und Konsorten im Silicon Valley warm anziehen müssen. Zurück zur Kultur. Zitat, Deutschland soll sich zu einem digitalen Kulturland weiterentwickeln. Unser kulturelles Erbe muss digitalisiert werden, um es für kommende Generationen zu nutzen. Zitat Ende. Mit Verlaub, was für ein bizarrer, ein bisschen musealer Begriff von kulturellem Erbe ist das eigentlich? Er stammt aus dem 19. Jahrhundert und ist kontaminiert von dem altbackenen Bild einer nationalspezifischen Kultur, die zurückreicht bis zum Auftritt von Hermann dem Cherusker. Oder etwas peinlicher gefragt, ist das Erbe der österreichischen Kultur ausgeschlossen? Sollen die in Wien sich um die Digitalisierung der Partituren von Mozart kümmern? Wem gehört eigentlich, Entschuldigung, auch in diesem Haus, die digitalisierte Fassung von Mein Kampf? Das war in Österreich und dann war auch noch Deutscher. Sie sehen, meine Damen und Herren, hier ist alles versammelt, was fehlt, aber ist ein Platz in der Fackel von Karl Kraus. Was ich sagen möchte, ist dies. Kulturelles Erbe ist kein Ding. Es lässt sich insofern auch nicht digitalisieren. Im Gegenteil, zu Bildern, Texten oder Partituren oder Filmen, die kann man digitalisieren. Das sogenannte Erbe, das steckt auch in Ihren Köpfen. Das ist unter anderem Ihre Fähigkeit, ein Musikstück zu erkennen, weil Sie das irgendwann mal in der Schule oder zu Hause gelernt haben. Wenn überhaupt, so manifestiert sich dieses Erbe nicht in Dingen und Daten, sondern in erster Linie in seiner alltäglichen gesellschaftlichen Rezeption. Was natürlich eine Bevölkerung voraussetzt, die liest, hört, sieht und hin und wieder auch in Konzerte geht. Wenn Kultur zum digitalisierten, musealen Export, Exponat wird oder das neue Wort Digitalisat, ist sie schon mumifiziert und allenfalls Gegenstand von Proseminaren. Hinter dem Projekt der Digitalisierung von kulturellem Erbe steckt meines Erachtens eine unklare Furcht vor der Zukunft unserer Gesellschaft. Wir wollen das Erbe in den Luftschutzbunker der Computer stellen. Wenn eine Gesellschaft bereit ist, behaupte ich, alles, aber auch alles aufzubewahren, also wenn sie der Meinung ist, alles, buchstäblich alles erinnern zu müssen, und zwar in digitalisierter Form, so gleicht sie aus meiner Perspektive einem Mann, der vom Hochhaus stürzt und während des Fluges den Film seines Lebens vor sich ablaufen lässt. Also in anderen Worten eine Gesellschaft, die voller Zukunftsangst ist und glaubt, sie müsse alles aufbewahren, denn sonst sei alles verloren. Zur Kultur gehört aber auch, Sie werden es nicht glauben, das sage ich in einem Museum, das Vergessen. Das Absinken von Mythen, Dichtungen, Sagen in die Vergangenheit.
Es gibt, anders gesagt, auch eine Kultur des Vergessens. Darüber könnte man mal länger nachdenken. Sie ist menschlicher als die Aufbewahrung von buchstäblich allem. Aber das Netz vergisst nichts, auch nicht die gröbste Beleidigung, die ärgste Dummheit. Und in meinem Fall kann ich auch immer noch mal eine persönliche Kultursendung auf YouTube anschauen, als ich ja mal im Fernsehen außer Takt kam und gar nicht mehr wusste, was ich sagen sollte. Für immer aufbewahrt. Schön. Muss das so sein? Und wenn ja, warum? Lassen Sie mich weiter aus dem Regierungsprogramm zitieren. Zitat: Mittels Kompetenzzentren, Modellregionen und Pilotprojekten, soll der Wissenstransfer in Mittelstand und klassische Industrie initialisiert werden. Wenn ich jetzt Sie da hinten bitte, diesen Satz zu wiederholen und zu erklären, was das bedeutet, müssten Sie Ihren Computer anschmeißen. Ich persönlich wäre schon dankbar, der Flughafen hier in Berlin und die Elbphilharmonie würden von meinem absehbaren Ableben nicht initialisiert, sondern einfach realisiert. Und die Initialisierung von Wissenstransfer, sollten wir in der Zwischenzeit Delegierten ein noch zu schaffendes, computergestütztes Initialisierungskompetenzzentrum irgendwo in Sachsen-Anhalt, da braucht man Arbeitsplätze. Dass die neue Regierung im IT-Bereich eine Kultur der, Zitat, zweiten Chance, etablieren will, empfinde ich persönlich als Drohung. Jede Regierung, egal welcher Couleur, die sich anmaßt, eine Kultur, Anführungszeichen, zu etablieren, Abführungszeichen, droht damit ernst zu machen. Reicht es nicht schon, dass wir von Rita Süssmuth das kuriose Wort, Anführungszeichen, Erinnerungskultur, Abführungszeichen, geerbt haben? Vergessen wir es und schauen wir weiter. Ich wollte über den politischen Missbrauch des Digitalismus sprechen und da müssen wir uns nicht auf Snowdens Dokumente allein verlassen, wenngleich wir dankbar sein dürfen, dass Angela Merkels Telefon abgehört wurde, weil ansonsten das ganze Land in aller Ruhe weiter gedöst hätte, geskypt und gegoogelt hätte. Andererseits überrascht uns, dass die Regierung in Zukunft daran erinnert, Zitat, anonyme Kommunikation, Abführungszeichen, im Netz zu erlauben. Die gibt es natürlich schon. Also schlage ich vor, die Kanzlerin legt sich ein hübsches Anonym zu, weil Klarnamenzwang, so heißt es im Programm, aus der Perspektive der Großen Koalition nicht sinnvoll ist. Aber das Vermummungsverbot auf den Straßen, das gilt noch. Warum eigentlich nicht? Wer hat an diesem Papier mitgeschrieben? Facebook und Konsorten? Reden wir also vom unternehmerischen und politischen Missbrauch im Reich des Digitalismus. Dass die verheerenden Finanzkrisen der letzten 5 Jahre ohne die computergestützten Hedgefonds-Aktivitäten der Finanzindustrie nicht vorstellbar ist, muss ich nicht erläutern. Dass jeden Tag ein Devisenvolumen an den Finanzbörsen gehandelt wird, dass das Bruttosozialprodukt der gesamten Welt, das jährliche, um ein Mehrfaches übertrifft, ist bekannt, ist absolut mysteriös und ohne Computer völlig unmöglich. Zitat: Unternehmerischer und politischer Missbrauch. Das soll verhindert werden. Dass Google keine Profitkerne ferne Kirche ist, muss nicht betont werden. Dass der Konzern aber die Bestände großer und größter Bibliotheken, ob in Harvard, Oxford oder in Deutschland, scannen lässt und ins Internet stellen will, dass Wikimedia-Richter ein paar Jahre lang, Sie wissen es, Zehntausende Fotos aus dem Bundesarchiv ins Netz stellte, wo sie zu 90% buchstäblich geklaut wurden, bearbeitet und anderswo wieder auftauchten, was zur Einstellung dieses Projektes führte. Das wirft ein paar Fragen nach dem Eigentumsbewusstsein nicht nur der Bibliothekare und Nutzer auf, sondern auch nach der Zukunft des gefeierten digitalisierten Kulturguts auf Plattformen kommerzieller Unternehmer, die sich zugleich mit Nachrichtendiensten in Amerika oder anderswo oder freien Wirtschaftsunternehmen verbündet haben, um individuelle Nutzerprofile in politischer, kommerzieller oder personalpolitischer Absicht zu entwerfen und zu nutzen. Vor einem Jahr Microsoft, kann auch eine andere Firma in Kalifornien gewesen sein, ein Programm für 300 Millionen gekauft, was alle Twitter-Kommunikation durchpflügt.
und aus diesen Kommunikationen Personalprofile herstellen kann. Was zur Konsequenz hat zum Beispiel, ich twittere dreimal, dass ich ein bisschen zu spät komme, weil ich hier am Potsdamer Platz hängen geblieben bin. Das Personalprofil lautet beim dritten Mal unzuverlässig. Dann bewerbe ich mich beim Jüdischen Museum einer Anstellung an der Pforte. Der Personalberater oder die Personalsuchmaschine irgendwo in Frankfurt oder wo auch immer stellt dann fest, der Mann ist unpünktlich, den können wir nicht an die Pforte stellen. Schicken wir ihn ins Parlament. Das ist oft leer. Wen die Reifikation, so ein Wort aus den 60er Jahren, des einzelnen Menschen zu einem digitalen Datenpaket nicht besorgt, benötigt, so behaupte ich, zweifellos einen Nachhilfeunterricht in philosophischer Anthropologie oder zeitgenössischer Psychologie. Jeder von uns hat Stimmungen, Depressionen, Glücksgefühle, Hoffnungen, Wünsche, hin und wieder auch wahre Ängste, die sich von Tag zu Tag ändern und sich auch, ganz nebenbei bemerkt, im Kaufverhalten manifestieren. Fragen Sie einmal geschiedene Männer, wie viele Jacken die sich kaufen. Aus Marxisten werden im Laufe eines Lebens Reaktionäre. Aus Neoliberalen, auch diese Wunder gibt es, werden Sozialdemokraten. Aber sind die Algorithmen der staatlichen Datensammler in der Lage, unsere plastischen Identitätsentwürfe und Veränderungen zu verstehen, zu verfolgen und ihren gespeicherten Persönlichkeitsprofilen dann auch noch anzupassen? Natürlich nicht. Und das ist unsere letzte Hoffnung vor staatlicher Einordnung und Kontrolle. Doch die gibt es ja schon. Und ein jeder dürfte erfasst sein in seinem irgendwann einmal gesicherten Gemüts- und Verbraucherzustand, der schon längst ein anderer sein mag. Aus der Geschichte des europäischen Totalitarismus kennen wir die Rolle des gedruckten Wortes, ob als Zeitung oder als Buch oder jetzt in Zukunft auch als Datensammlung. Was wir vergessen haben, ist die Rolle, offenkundig vergessen haben, nach so vielen Friedensjahren und einem mehr oder weniger sinnlosen Verfassungsschutz, denken wir an die NSU vielmehr. Was wir vergessen haben, ist die Rolle der Staatspolizei bei der Bevisite von Privatbibliotheken verdächtiger Personen im Dritten Reich, aber auch in kommunistisch regierten Nationen Osteuropas. Ihr Bibliotheksbestand war Kennzeichen ihrer oft genug mangelnden Regimetreue. Die Vermittlung von Persönlichkeitsprofilen persönliche Besuche werden in Zukunft nicht mehr nötig sein. Die Vermittlung von Persönlichkeitsprofilen an Nachrichtendienste aufgrund ihrer Lesegewohnheiten dank der Zusammenarbeit von deutschen Bibliotheken mit Google und damit eben auch mit amerikanischen oder deutschen Nachrichtendiensten ist kein algorithmisches Rätsel mehr. Lassen Sie mich darum zum Abschluss ein Urteil des liberalen Supreme Court Richters William Douglas zitieren, das ich dem Literaturwissenschaftler Roland Reuss und der FAZ verdanke. Es stammt aus dem Jahr 1953. Zitat: Wenn erst einmal die Regierung von einem Verleger den Namen der Käufer seiner Publikationen verlangen kann, wir können auch sagen von Amazon, wird die freie Presse, wie wir sie kennen, verschwinden. Dann wird das Gespenst eines Regierungsbeauftragten über die Schulter von jedem schauen, der liest. Der Kauf eines Buches oder einer Streitschrift kann morgen zu einer Vorladung führen. Furcht vor Repressalien geht mit jeder Person an den Bücherstand. Die subtilen, unwägbaren Druckmittel der Orthodoxen greifen. Einige werden sich davor fürchten, etwas zu lesen, was nicht gängig ist, was die Machthaber nicht gerne sehen. Ich muss Ihnen wirklich sagen, ich lag einmal 1964 im Englischen Garten, es war ein schöner sonniger Tag und las das Kommunistische Manifest. Da trat ein Polizist auf mich zu, der war vielleicht 20 Jahre. Erstens durfte ich nicht auf dem Rasen liegen und zweitens sagte er, was lesen Sie denn da? Und ich habe dann ganz erschreckt gesagt, das Kommunistische Manifest. Ich glaube, der hätte mich am liebsten verhaftet und ist sehr verbittert weggegangen. Einige, wie gesagt, werden sich davor fürchten, etwas zu lesen, was nicht gängig ist, was die Machthaber nicht gerne sehen. Wenn jeder Student, jeder Lehrer überwacht wird,
wird die freie Forschung entmündigt. Zitat Ende. So viel zu Open Access. So viel zu unserem Verhalten in der digitalisierten Welt von heute. Die ist sorglos und folgt nicht dem alten aristotelischen, der alten aristotelischen Mahnung, Aristoteles genauer gesagt, der gesagt hat, wem die Verfassung lieb ist, der sollte die möglichen Gefahren, die ihr drohen, übertreiben. Und das tue ich hier. Die neuen Machthaber sind die großen Softwarekonzerne unserer Zeit. Sie arbeiten Hand in Hand mit Nachrichtendiensten. Unsere Aufregung über diesen Sachverhalt hält sich in Grenzen, weil es amerikanische und deutsche sind. Sollte es sich aber um russische oder chinesische handeln, wären wir zweifellos etwas nervöser als das Koalitionspapier unserer Tage mit all seiner digitalistischen Naivität anlässt. Ich danke Ihnen.